Liebe Geschwister, wie geht's euch? Geht's euch gut? Der Herr Jesus ist uns gütig. Er leitet und führt uns, weil er gut zu uns ist. Der Ort, von wo ich spreche, ist Teil der Western Ghats und heißt Pudigai Malay. Pudigai Malay befindet sich im Landkreis Tirunelveli. All dies ist Teil des Gebirges. Es wird angenommen, dass der indische Heilpraktiker Agathien auf diesem Berg gelebt habe. Man nannte ihn als Agathien Muniver, aber er war ein Arzt. Er hat durch seine Forschung mit Kräutern sehr viele Naturheilmedikamente erfunden. Auch heute kommen Menschen zu diesem Gebirge, von Gelbsucht geheilt zu werden. Die Kräuter haben eine Heilungsfunktion. Agathien hat seine Forschungsergebnisse dokumentiert und diese werden bis heute in der Naturheilkunde als Medikamente verwendet. Auch in der Bibel gibt es hierzu einen Beweis. Im 1. Mose Kapitel 1 erfahren wir, dass Gott auch die Kräuter erschaffen hat. In der englischen Bibel heißen die Herbs. Es ist in der Bibel geschrieben, dass Gott die Kräuter und die Pflanzen erschaffen hat, sodass der Mensch die verzehrt und gesund lebt. Jede einzige Sorte hat die Eigenschaft, den Mensch von Krankheiten zu heilen. Der Mensch wird gesund sein, wenn er die Natur richtig verwendet. Dies sagt auch die Naturheilkunde, der Weg, um gesund zu leben. Aber leider folgen wir dies nicht. Deswegen leiden wir an Krankheiten und anderen Schwierigkeiten. Gott möchte auch heute einen Wort mitteilen. In Psalm 105, Vers 4 lesen wir: Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Wege. Suchet den Herrn und seine Macht. Ein Wille soll entstehen. Einige haben den Wunsch, viel Geld zu verdienen. Einige haben das Verlangen, die Gelüste der Welt zu genießen. Währenddessen andere immer wieder befördert werden möchten. Es gibt auch andere, die sehr schnell, wie ihr Vorbild, reich werden und in Luxus leben wollen. Jeder Mensch hat ein anderes Verlangen. Unsere Wünsche sollten nur gutartig sein. Darum sollten wir um Gottes Hilfe bitten. Der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, soll bei uns sein. Seine Macht soll in mir sein. Gott gibt seine Macht an uns Menschen. Aber wir verstehen dieses leider nicht. Der Mensch möchte immer im Besitz von Macht sein. Daher erlernen einige Mantra, schwarze Magie und Hexerei auch zu Mitternacht. Sie brauchen Macht. Mit dieser Macht wollen sie vor anderen stehen. Sowas braucht ihr aber nicht zu tun, weil der Herr allmächtig ist. Er erteilt seine Macht an denen, die darum bitten. Es ist die Macht, die Gutes tun möchte. Falls ihr betet, werden die Dämonen gejagt, die Kranken werden geheilt, Menschen werden von den Stricken des Satans befreit. Gott möchte euch die Macht des Guten euch geben. Es ist nicht nur für Menschen im Dienste Gottes gedacht, aber für alle. Das ist die Macht Gottes. Falls ihr betet, werden Wunder geschehen. Dies gilt für alle Menschen. Apostelgeschichte 1,8 sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Egal, was ihr macht, ihr könntet Student sein, einen Beruf ausüben oder ein Geschäft besitzen. Ihr solltet die Macht besitzen und sich danach sehnen. Ihr müsst es nur wollen. Ich brauche die Macht des Herrn. Ob ich ein Geschäft betreibe, einen Beruf ausübe oder studiere, brauche ich die Macht Gottes. Ich möchte meiner Gesellschaft durch die Macht von Jesus Gutes tun. Falls wir ernsthaft wünschen, dass seine Macht durch unsere Taten zum Anschein kommen soll, wird es geschehen. Seht ihr, durch dem Gebet einer Sechsjährigen ist der Klumpen in dem Hals ihrer Mutter spurlos verschwunden. Das Gebet eines Fünfjährigen hat seinen Vater von einer unheilbaren Krankheit geheilt. Solche Zeugnisse sind mir bekannt. Ich bin auch Zeuge von solchen Wundern. Auch kleinen Kindern gibt der Herr seine Macht. Wird er es dir nicht geben wollen? Ihr sollt ein machtvolles Leben haben. Ihr sollt nicht als Feiglinge auf die Hilfe von anderen abhängig sein. Der Herr ist bei mir. Seine Macht ist bei mir. Er hat mich gestärkt. Lebt so, dass ihr seine Macht erwünscht. Ihr werdet dann für die ganze Gesellschaft ein Segen sein. Eure Nachbarn, eure Freunde, eure Kollegen sollen eure fürsorglichen Worte trösten. Diese Kraft sollt ihr erbitten. Lieber Gott, du sollst immer bei mir sein.
Ich brauche deine Kraft. Dies ist mein Wunsch. Gott soll mir gütig sein. Wollen wir nun beten? Gott, du sollst immer bei mir sein. Ich brauche deine Kraft. Gib mir deine Kraft, sodass ich gesegnet werde, anderen zu helfen. Du sollst immer bei mir sein. Dies ist mein Wunsch. Erfülle meinen Wunsch. Im Namen Jesus. Amen. Amen.